2030 soll in Österreich etwa 6-mal so viel Strom aus Photovoltaikanlagen erzeugt werden wie bisher. Wo aber dürfen all diese zusätzlichen Anlagen gebaut werden? Im zweiten Teil dieses Videos wollen wir jetzt den Cliffhanger auflösen, welche Bestimmungen es für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen gibt. Hallo und herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Katharina Häusler von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber & Partner mit Standorten in Wien, Graz und Salzburg. Im letzten Video haben wir schon festgestellt, dass die Frage, wo Photovoltaikanlagen errichtet werden dürfen, gar nicht so leicht zu beantworten ist. Diesmal wollen wir uns etwas genauer ansehen, welche Bestimmungen es für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen gibt, also solchen Anlagen, die nicht auf oder an einem Gebäude angebracht werden. Diese Anlagen haben den Vorteil, dass mit einer einzelnen solchen Anlage viel mehr Strom erzeugt werden kann als etwa mit einer einzelnen Anlage auf einem Hausdach. Insgesamt braucht man daher weniger Anlagen und auch der Installations- und Wartungsaufwand ist geringer. Andererseits ist eine Photovoltaikanlage natürlich auch immer ein gewisser Eingriff ins Landschaftsbild. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Interessen gibt es in den Raumordnungsgesetzen der Länder auch Bestimmungen zum Standort von Photovoltaikanlagen. Ganz grundsätzlich kann man dabei feststellen, dass diese Bestimmungen erst ab einer gewissen Größe gelten. Das heißt, für sehr kleine Anlagen gilt wieder das Gleiche wie für Photovoltaikanlagen auf oder an einem Gebäude. Sie dürfen grundsätzlich unabhängig von der Flächenwidmung errichtet werden. Für größere Anlagen ist im Grünland aber üblicherweise eine Sonderwidmungsfläche erforderlich. Die muss von der Gemeinde im örtlichen Flächenwidmungsplan festgelegt werden. Und im Burgenland und künftig auch in Niederösterreich gibt es jetzt die Besonderheit, dass die Gemeinde das nur dort festlegen darf, wo bereits in einer Zonenverordnung des Landes eine solche Fläche vorausgewiesen wurde. In Kärnten gibt es auch eine Verordnung zu Photovoltaikanlagen. Dort gibt es aber nur so grobe Widmungs- und Standortvoraussetzungen, also keinen fixen Zonenplan. In den anderen Bundesländern gibt es nur Leitfäden, auch das nicht in allen. Und die sind grundsätzlich unverbindlich, es kommt ihnen aber durchaus auch eine hohe Bedeutung in der Praxis zu. Außerhalb von Grünland gibt es noch besondere Bestimmungen im Bauland oder auf Verkehrsflächen, zum Beispiel auf Lärmschutzwänden. Das muss man dann aber jeweils im jeweiligen Landesgesetz nachsehen. Im Detail ist die Frage, wo ich eine Photovoltaikanlage auf Freiflächen errichten darf, also durchaus sehr kompliziert. Und man kommt nicht umhin, sich genau anzusehen, welche Bestimmungen für den in Aussicht genommenen Standort gelten.